Fertigbilder, also modulare Bauweise, ist ja sehr modern geworden. Insofern ist die Nachfrage steigend. Ein ganz großer Vorteil ist natürlich, dass wir hier Industriequalität haben. Das heißt, wir produzieren im Werk und nicht auf der Baustelle. Damit haben wir natürlich bessere Voraussetzungen, was das Klima angeht, was die Sauberkeit der Luft angeht, was die technischen Einrichtungen angeht, um die Bäder zusammenzubauen. Also die Qualität ist einfach besser. Und wenn mich jemand fragt, woran erkennen Sie ein Fertigbad, dann sage ich immer, ja, wenn es perfekt aussieht, dann ist es ein Fertigbad. Die Lieferanten in diesem hochwertigen Segment zu finden, ist nicht ganz einfach, aber die Kriterien sind ganz einfach. Das erste Kriterium ist immer die Qualität. Denn wir wollen, dass auch in 10 Jahren unsere Bäder noch funktional sind, dass sie noch gut aussehen. Wobei wir natürlich auch vom Einkaufsseite her auch immer das Projektmanagement betrachten. Das heißt, wie geht der Lieferant mit solchen Projekten um? Und haben auch diese Partner schon solche Projekte in der Vergangenheit gestemmt? Bei dem Projekt One on Elms befinden wir uns im Premium-Bereich und da können wir natürlich nur die besten Lieferanten aussuchen. Aber der Kunde guckt natürlich auch weltweit, was ist möglich, und hat sich in diesem Fall einen amerikanischen Lieferanten ausgesucht. Wir haben dann aber aufgrund der Qualität und des Designs es geschafft, Hansgrohe Axor in das Projekt einzubringen, weil wir halt diese zuverlässige Lieferung von Hansgrohe und die sichere Qualität einfach in den Vordergrund geschoben haben. Bei One on Elms waren besondere Herausforderungen diese große Hochwertigkeit. Wir haben 2 verschiedene Marmor, einmal aus Italien und einmal aus der Türkei. Und das zu Zeiten von Corona zu organisieren, war schon nicht ganz einfach. Und die 2. Herausforderung war dieses Brushed Gold von Hansgrohe Axor. Alle Lieferanten, die Metallteile geliefert hatten, mussten genau diese Oberfläche herstellen. Und das war natürlich auch nicht einfach, aber das ist halt unser Know-how, dass wir das kennen und solche Qualität produzieren wollen. Wir sind mit dem Projekt jetzt annähernd fertig in der Produktion. Das heißt, wir haben noch ungefähr 20 Bäder zu bauen. Und ich glaube, wir sind dann auch alle ein bisschen entschädigt durch diesen hohen ästhetischen Wert, den diese Bäder haben. Das macht einfach Spaß, sich das anzugucken. Und gelegentlich haben wir auch die Möglichkeit, mal in einem Hotel zu wohnen, das unsere Bäder beinhaltet. Und das macht uns dann auch Spaß, das nach vielen Jahren mal anzugucken, wie der Zustand ist.